Heute ist Montag, das heißt, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet diesmal, was macht eigentlich ein Mülltaucher? Nun, ein Mülltaucher macht vor allem eins, er macht sich strafbar, weil er ein Verbrechen begeht. Dieses Verbrechen besteht darin, dass er nach Ladenschluss in die Hinterhöfe der Supermärkte eindringt und da in den Müllcontainern nach weggeworfenen Lebensmitteln sucht, um diese dann heimtückisch zu entwenden und illegal zu verspachteln. Der Mülltaucher kennt in der Beziehung keine Hemmungen, sondern greift skrupellos nach allem, was die Supermarktangestellten im Schweiße ihres Angesichts entsorgt haben. Und das ist in der Regel eine ganze Menge. Ganze Paletten mit Milchprodukten, knapp diesseits des Haltbarkeitsdatums, kiloweise angedötschtes Obst oder leicht welkes Gemüse und die eingedellten Dosen mit Lebensmitteln aller Art im Zehnerpack. Und das Schlimme ist, der Mülltaucher verspeist die Diebesware in der Regel nicht alleine. Dann wäre es ja noch Mundraub. Nein, er verteilt seine heiße Ware auch noch an andere, die er so zu Mitessern, das heißt mit Tätern seiner kriminellen Aktivitäten macht. Jetzt könnte man ja durchaus sagen, ja, was soll's, wenn das Zeug ohnehin auf der Müllkippe oder in der Verbrennungsanlage landet, dann entsteht doch niemandem ein Nachteil, wenn so ein Mülltaucher in den Containern nach Verwertbarem sucht. Ganz im Gegenteil, er tut sogar ein gutes Werk, rettet er doch unschuldige Lebensmittel vor der unnötigen Vernichtung. Tja, aber wenn das jeder machen würde, dann wären die Supermärkte tagsüber menschenleer und nachts versammelten sich die ehemaligen Kunden auf den Parkplätzen und Hinterhöfen, um sich in den Abfällen selbst zu bedienen. Und weil die Supermärkte dann nichts mehr verkaufen würden, müssten sie auch mehr wegschmeißen. Und das ist ja jetzt schon mehr als genug. 20 Millionen Tonnen Nahrungsmittel landen hierzulande jährlich auf dem Müll. Nahrungsmittel, die zuvor mit Milliarden Litern von Wasser, mit Unmengen von Gift und Dünger hergestellt werden mussten, einfach in die Tonne gekloppt. Und warum? Weil sie schlecht und ungenießbar sind? Nein, weil sie entweder einfach nicht mehr so makellos aussehen, wie es die Mehrzahl der Kunden erwartet, oder aber kurz vor dem Ablauf ihres Haltbarkeitsdatums stehen, also ab damit in den Orkus. Und was die Lebensmittelindustriellen im Großen machen, das machen die Verbraucher im Kleinen. Ich hätte gern ein halbes Pfund Aufschnitt. Soll ich es einpacken oder gleich wegwerfen? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was in die Mülltonne passt. Und wenn irgendeiner es wagt, sich an diesen Mülltonnen zu vergreifen, dann wird er angeklagt und rechtskräftig verurteilt. Was für eine Schande. Übrigens ist heute der internationale Tag zur Bekämpfung der Armut und gestern war der Welthungertag. Aber was geht uns das an? Wir leben schließlich in einem der reichsten Länder der Erde und da gilt, wer arm ist, hat selber Schuld und wer Hunger hat, der isst, bis er satt ist und den Rest schmeißt er weg. Mahlzeit.